Vielen Dank. Mehr Vespingas kannst du haben. Baue ich mir noch ein paar Bärwerker. Ganz einfach. So, hier haben wir noch einen dunklen Schrein. Das weiß ich ja schon durch die Mission eben. Ich sag euch, wann wir ungefähr auf den Stand sind, wo das Windows-Update kam. Hier haben wir ein Templar-Archiv, was uns ermöglicht, Templar zu bauen. Wer hätte das gedacht? Der dunkle Schrein ermöglicht uns den Bau von dunklen Templern. Einfach nur geniale Einheiten, die Damage-Dealer überhaupt unter dem Protoss, wenn man das so sagen darf. Auch relativ viel Energie und dauerhaft getarnt. Trotzdem gehen sie ziemlich schnell drauf, da man sie direkt anvisiert, eben weil es so Damage-Dealer gibt. Okay, wollen wir uns mal wehren hier. Nimm greifst du an. Verzieh dich. Okay. Nur einfach rübergehen und schlagen. Kommt, meine Sklaven. Es ist an der Zeit, mir eure Stärke zu geben. Okay, nein. Bevor du dich da selbst einmal aufhörst. Okay, wir bauen hier noch ein bisschen mehr Verteidigung. Ein bisschen kann er nicht schaden. Ich bin jetzt nicht so der Bunkerer, aber da haben wir Base Def, wenn wir mal außerhalb der Basis sind. Ich hält den Gegner dann ein bisschen auf. Okay, wollen wir hier mal ein bisschen säubern? Noch ein Zealot, ein Einzelner. Ein dunkler Schrein. Sobald er wieder mit Energie versorgt wird, könnte er von großem Wert für uns sein. Auslocken. Okay. Auslocken. Okay. Das ist das, was ich meine. Wenn ich mal nicht da bin, habe ich immer noch Verteidigung, die mir das Leben retten kann. Oh, das ist aber nett, dass man so einen Berserker Platz macht, damit sie ihn angreifen. Mach mal Platz. So. Jetzt sind es schon zu viele Einheiten, als wenn ich da einzelne rauspicken könnte, um die zu retten. Okay. Ihr könnt mich nicht zerstören. Ich werde wieder auferstehen. Wir haben es inzwischen verstanden und jetzt nerv nicht. So, dahin. Danach kannst du wieder hier hinkommen. Oh, ganz schön viele. Okay. Danke für den Top. Da fehlt einer. Das Ende naht. Niemand wird widerstehen. Okay, bauen wir hier noch eine hin. Weil die eine schon fast kaputt ist. So, wenn er das nächste Mal da war, können wir angreifen. Hier steht schon wieder neu. Teratul, euch hat wahrlich das Schicksal gesandt. Schließt euch mir an, Brüder. Und gemeinsam werden wir das Böse von diesem Ort vertreiben. Er fehlt uns. Oh, da hat er uns. Okay, weg da. Okay, hier werden wir auch parallel angegriffen. Mach du mal, ich werde meine Hetzer sammeln und sie auf dich hetzen. Haha, das mieseste Wortspiel im ganzen LP. Okay, die holen wir jetzt auch noch. Zwei dunkle Templer, womit wir Arkans ranwarten könnten, die wir aber nicht wirklich gebrauchen können. Was ist euer Beginn? Okay, wollen wir dich mal platt machen. Kleine Mauer ziehen. Hetzer Gegner. Nee, Halluzination. Okay, wollen wir mal flüchten? So. Langsam an die Berserker hier rangehen. So, den schnell kaputt machen. Große Gefahr für unsere Hetzer. So, der ebenfalls. So. Schnell mal hier aushelfen.
Vielen Dank. Ihr seid Trupp Nummer 2. Ja, man kann auch Gebäudentrupps geben. Inzwischen sollte man das wissen. Also hier können wir wunderschön auf Hetzer umgehen. Finde ich selbst ziemlich lame, aber was soll's. Genieß eure Flucht ins Sieg. Dies ist noch nicht vorüber. Okay, wir haben die Berserker abgewehrt. Okay, Action machen. So, hoffentlich haben sie doch die Wappen. 9 Pfeile in Rand, schnell bevor die Kanonen schießen. Okay. Machen wir mal alles kaputt hier. Manche Geheimnisse müssen verborgen bleiben. So, machen wir alles kaputt. Bauen uns neue Hetzer, noch ein Trupp am besten. Da fehlt uns das Gas für noch mehr. Oh, wo gehe ich denn hin? Hier. Okay, hier läuft alles. Nehmen wir das Gebäude. Ich kann gleich hier. So, eine Salve. Eine Salve. Und aushelfen. Okay, macht Gebäude liebend gern mit seiner komischen Peitsche da kaputt. Okay. Und jetzt wird's übel hier. Okay. Und wenn man ein bisschen näher an. Okay, ihr folgt denen, alle folgen denen. So, wir klauen uns jetzt eine Sonde, wir werden nämlich hier eine Echse bauen. Hier sind Mineralien, zwar nur 5 Teile, aber immerhin. Echse ist Echse, Mineralien sind Mineralien. Bums, bums, bums. Bums, bums, bums. Haben sie gedacht. Eure Existenz endet hier. Hier und heute endet nichts, außer die Mission vielleicht irgendwann. Oder auch das irdische Sein von Mar, wie er heißt. Ja, vielen Dank. Super. Okay. Wollen wir ihn mal verprügeln. Oh, er hat an Energie dazu gewonnen. Aber er hat keine Chance. 2 Stück. Achso, er hat sich wegteleportiert. Ich dachte schon, was läuft denn da nicht richtig? Naja, und unsere Hetzer haben unsere Drohne ein bisschen mitgeschliffen. In Mengen. In den Mengen hat sie sich versteckt. Dieses Templerarchiv liegt verlassen da. Ja, das war jetzt die Nachricht überhaupt. Es hätte besser gehen können. Ich merke gerade, mir fehlen die Pylonen für weitere Einheiten. Wollen wir die mal bauen? Ja, unsere Mineralienfelder sind langsam erschöpft. Manche Geheimnisse müssen verborgen bleiben. Apropos Geheimnisse. Hier sind noch jede Menge Gegner, was mir auch ein Geheimnis ist. Okay. Das läuft. Okay. Die Quest ist zwar abgeschlossen und ich würde trotzdem gerne das Gebäude behalten. Okay, zurück, zurück, zurück. Okay. Angriff. Angriff, er hängt in den Dorn fest, blödes Wort. Okay, Unsterbliche können wir jetzt bauen. Hohe Templer können wir jetzt bauen. Beides Top-Einheiten. Unsere Befreiung ist nah. Wappnet euch, edler Krieger.
Wir müssen uns heute einem grauenvollen Übel stellen. Ja, der Templer ist eine schöne Einheit, aufgrund schon mal seines Feedbacks. Ich zeige euch mal seine Fähigkeit. Er macht seinen Mana kaputt, damit er Schaden in Höhe seines Manas bekommt. Das ist schon mal eine kleine Hilfe gegen diese Teile. Des Weiteren kann er einen Psy-Sturm bewirken, der ja in 4 Sekunden 80 Schaden macht. Das ist pro Sekunde 20 Schaden in einem kleinen Gebiet, das ist heftig. Okay, ihr seid Trupp 1, samt Templer. Ihr dürft auch noch in Trupp 1. Du baust mir jetzt eine kleine Barrikade hier hin. Ja, du machst gar nichts, weil du hier nicht auf den Teilen bauen kannst. Okay, bis hier habe ich die Mission eben spielen können, danach war Ende. Ich speichere jetzt mal eben. So, wer weiß, was passiert, wenn ich hier rübergehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Dinger... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Dinger hochfahren und die Brücke weg ist und meine Einheiten runterfallen. Ich weiß nicht, wieso ich das habe, aber wer weiß. So, wir machen ihm Schaden. Okay. Neue Einheiten bauen. Und wir gehen durch. Mit Stalkern klappt die Mission sehr gut, wie ich sehe. Oh, ein Templer. Irgendwo hier ist ein Templer. Oh, genau da reingesprungen, verdammt. Okay, man erkennt nicht viel. Ich mach die AP-Zeigen mal an. Okay, dahin. So. So, wir flüchten kurz. So, hier haben wir nämlich direkt neue Einheiten und können hier besser gegen den, ja, Arken, nenne ich immer, bestehen. Und oh, was zur Hölle. Es ist ein Hybrid, kein Arken, ich weiß. Und er hat sich selbst eingemauert. Wollen wir mal hier den Hetzern helfen, nicht den Templern. Yep, vielen Dank. Ja, die Mineralien kommen gleich. So. Zerätzen mit eurem Gemecker immer. Mineralien. Habt da Mineralien. Und bevor die jetzt hier fleißig nachbauen, gehen wir wieder angreifen. Ich habe zwar schon ein Gefühl, dass sie nachgebaut haben, aber egal. Wie ich es sagte, sie haben nachgebaut. So, schnell da gehen. Schnell da gehen. Schnell da gehen. Okay. Es klappt eigentlich ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass unsere Einheiten immer weniger werden. Kümmern wir uns mal darum. Ich habe das Gefühl, dass der Hybrid immer größer wird, verdammt. Okay, wollen wir den Arke mal ein bisschen aufmalkern?